da hilft, oder die Banken rechnen eigentlich immer wie folgt. Die sagen, an laufenden Kosten fürs Haus, also Betriebskosten, Nebenkosten, diesen ganzen Kladderadatsch, Versicherung, sollten Sie 2 Euro bis 2,50 Euro auf den Quadratmeter Wohnfläche ansetzen. Das ist ein Durchschnittswert. Aber dann kommen Sie eigentlich gut mit klar. Ja? Das ist so eine Faustformel. 2 Euro bis 2,50 Euro. Auf was? Auf die Quadratmeter Wohnfläche, also haben Sie 100 Quadratmeter, haben Sie 200 bis 250 Euro an Nebenkosten. No, da ist aber alles drin, da ist die Wohngebäudeversicherung drin, da ist die Grundsteuer mit drin, da sind die Siel und Abwasser und das ganze Heizung und sowas alles mit drin.